Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und ich gehe einfach mal direkt auf diesen Server hier drauf, denn das ist ein kleines Infovideo und in diesem Video werde ich euch ein paar Sachen, ein paar Neuigkeiten erzählen. Und ja, die erste Neuigkeit ist wie gesagt, das hier ist mein Server. Ich habe ihn mal wieder aufgesetzt und ein paar Sachen neu gemacht. Wer schon länger da ist, der weiß, dass ich früher auch einen hatte, der aber nicht besonders gut war, und jetzt habe ich wie gesagt nochmal einen neuen gemacht. Und ja, man sieht schon, ich bin noch mit meinem Zweit-Account Haze-YouTube online. Ja, der heißt echt so. Und ich mach mal kurz hier alles aus. So, jetzt sieht's ein bisschen more legit aus. Und es gibt bis jetzt hier die zwei Spielmodis, 1 vs 1 und Farbfelder. Und dann kann man sich hier noch zum Spawn teleportieren. So sieht das Ganze aus. So. Jetzt sollte eigentlich die Sonne scheinen. Aber, jetzt, okay. So sieht das Ganze, wie gesagt, aus. Die Lobby habe ich nicht selber gebaut. Ich habe hier gar nichts selber gebaut. Ich übernehme keine Credits dafür. Und ja, man sieht hier schon das Scoreboard. Und ja, hier die Tablets. Nichts Besonderes. Und dieses Tool hier bekommen leider noch nicht alle Spiele, aber das werde ich noch fixen. Es können auch viele Bugs auftreten und wenn mehrere Spieler online sind, dann könnte es auch laggen, da der Server nur 4 GB RAM hat, und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht viel ist für einen Server, der von einem 5K-YouTuber promoted wird. Und ja, wo ist denn der? Ach genau, hier ist der andere Account und ich glaube, er ist jetzt hier in Mond. Ah ja, genau, dann zeige ich euch erstmal 1 vs 1. Machen wir kurz mal Survival. Und es gibt hier leider noch einen Bug, dass man als OP, es hat jetzt kurz geleckt. Als OP kann man den anderen nicht schlagen. Also man kann sich ganz normal schlagen, aber man kann einfach als OP, also als Admin, die anderen nicht schlagen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ja gut, muss man nicht verstehen. Aber er kann mich schlagen, also ihr könnt euch ganz normal bekriegen, das funktioniert auf jeden Fall. Und ja, dann kill ich ihn mal. So, und man sieht schon, dass, jetzt haben wir nochmal getötet. Und jetzt werde ich euch gleich nochmal, werde kurz meinen Cut machen und dann zeige ich euch nochmal den anderen Spielmodus. Es gibt, wie gesagt, zu diesem Spielmodus hier. Es gibt hier schon 4 Maps, die ich eingerichtet habe, und wenn ihr die Warteschlange wieder verlassen wollt, dann müsst ihr hier einmal drücken. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und ich zeige euch den anderen Spielmodus. Bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon bei den Schildern von dem anderen Spielmodus. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Green und starten die Runde mal. Start Green. So, dann zeige ich euch mal den Spielmodus und den werden wahrscheinlich schon die meisten kennen. Man muss hier auf die bestimmten Felder mit der Farbe, und ich weiß nicht, warum mein FUV gerade so krass hoch ist. Ich werde die mal ein bisschen runter machen. Und dann fallen die anderen Blöcke, wie gesagt, runter und man bleibt selber stehen. Und es gibt immer eine Zeit und auch bestimmte Rundenanzahlen. Und ich weiß nicht, ob das ist nicht die Farbe. Ich glaube, das ist die Farbe. Und ja, wie gesagt, das ist halt dieser Spielmodus. Da gibt es jetzt auch schon 3 Maps von. Und hier am Rand wird euch auch immer angezeigt, welche Farbe gerade dran ist. Und ja, ist ein ganz cooler Spielmodus, würde ich mal so sagen. Und es werden auch noch mehr Spielmodus dazukommen. Und ja, das war es auch eigentlich schon von dem Server-Review. Der wird natürlich weiterentwickelt und der wird auch laggen, wenn viele drauf sind. Aber ich bringe mich jetzt mal kurz um. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet bis jetzt. Es ist noch nicht professionell, aber ich habe schon probiert, so professionell zu machen, wie es geht. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur zweiten News. Und zwar geht es in der zweiten News um, es geht um ein neues Banner. Ich werde euch jetzt einfach mal die 2 zur Verfügung stehenden Banner einblenden. Das hier ist der erste Banner. Und ja, dieser Banner ist blau. Das ist ziemlich geil, dieser Banner. Und ja, jetzt blende ich euch mal den zweiten ein. Das ist der gleiche Banner, aber er hat eine andere Farbe. Und zwar ist das rot. Ihr könnt ja mal jetzt in der Infobox entscheiden,
welche Farbe ihr besser findet. Ich habe jetzt schon mal blau hochgeladen. Aber ihr könnt ja einfach mal sagen, was ihr besser findet und was ihr bevorzugen würdet. Und ja, ihr könnt dann einfach mal sagen. Ja, ihr könnt einfach mal sagen, was ihr besser findet. Und ja, es kommt jetzt wahrscheinlich bei euch ein Infobox-Dings da, wo ihr dann abstimmen könnt. Und ihr solltet vielleicht mal voten und dann werde ich mal gucken, welches ich benutze. Und die dritte Neuigkeit ist, also es ist keine Neuigkeit, es ist eine kleine Promotion für den Shop von JokeBeats. Denn JokeBeats hat mir ja schon viel geholfen in der letzten Zeit bei vielem. Und ja, deswegen könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich werde euch den Shop in die... Also ich werde euch seinen Skype-Namen in die Beschreibung tun. Ihr könnt bei ihm Minecraft-Accounts kaufen, Gamma-Accounts und so. Ziemlich billig. Irgendwie ein paar hundert Stück für wenig Geld. Und ja, das ist eigentlich schon so das Dritte. Wie gesagt, schaut mal auf dem Server vorbei. Und Bugs könnt ihr auf jeden Fall in die Beschreibung schreiben. Und könnte auch sein, dass der Server dann halt abstürzt. Also sowas wie der Server stürzt ab oder er reloadet. Ich entwickle halt live immer weiter, der ist jetzt in der Open Beta und ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet und könnt gerne mal vorbeischauen. Und das war's dann mit dem Video, würde ich auch schon sagen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.